Hallo. Oh. Das ist die Deko-Abteilung. Okay, ich habe ausgesucht. Mit der kann man nicht fahren. Doch, da passen zwei Lautsprecher. Oh, wei, oh, wei, oh, wei. Wie viel kostet sowas? Keine Ahnung, noch was. Über Preise spricht man nicht. Jetzt zieht man die schwarze Karte durch. Boah, guck die Felgen an. Ja, ist geil, ne? Ja, das ist schon geil. Dafür müssen wir abnehmen. Ja, etwas. Sitz mal drauf. Du hast ja einen kleinen Popo. Also an diesem Motorrad fehlt vieles. Erstens, wie soll ich mich hier hinsetzen? So, meine Beine sind gerade gerade. Und ich kann nichts mitnehmen. Keine Tasche, nichts. Also, ja. Shania kann sich für die heißen Öfen nicht erwärmen. Der Papa schon. Was noch für Spannungen sorgen wird. Shania, was hast du? Komm, was meinst du, wenn deine Mutter jetzt gleich reinkommt? Dann geht's erstmal los. Lass uns mal hier rübergehen. Lass uns hier rübergehen. Wir sagen, wir haben sowas hier gekauft oder was? Dann dreht sie komplett durch. Die hier, guck mal. Die hier. Ja. Boah. Carmen. Carmen, ich habe da mal ein Motorrad gekauft hier. Obacht. Nee? Ich finde die cool. Die passt perfekt bei uns ins Wohnzimmer, glaubst du mir? Perfekt. In welches? Ich weiß nicht, das kaufe ich noch. Ach so, das Wohnzimmer. Die und Andreas meinte die da. Boah, die ist ja der Hammer, ne? Ja, die Grüne ist geil. Boah, aber Robert, ich dachte, wir machen heute Auto und... Nein, wir machen jetzt das, was du nicht willst, also, aber wir wollen. Schön aussehen tun. Ich habe nur Angst, weil ich meinen Mann liebe. Möchte ich nicht, dass er mit sowas fährt, weil ich glaube, das kann er eigentlich auch gar nicht. So, er ist Autofahren gewöhnt. Also vier Räder sind manchmal mehr als zwei. Lass mal sehen, wie man das hier so startet. Also. Gib mal Gas. Ah! Boah, das ist so laut. Leise, laut. Boah, das stinkt. Geil. Ich hab Angst vor sowas. Also ich will mich halt nicht umbringen und das ist bestimmt der einzige Grund, wieso ich niemals so ein Ding fahren werde. Auch gar nicht mal, es kann egal welchen Motorrad sein, nicht nur Harley. Aber sonst, ich finde die richtig gefährlich. Stehen würde ja sowas. Ja, sowas, ne? Iron Man. Ist jetzt von der? Ist auch schön. Ist auch cool, ne? Und du fährst die nicht, ne? Doch. Nein. Na, Robert? Wird heute noch die Kreditkarte gezückt? Und der Haussegen etwas schiefer gehängt? Das sind natürlich schon fast keine Motorräder mehr. Das ist eine Investition. Das ist Museum. Das ist mega geil. Hier müssen wir nur noch drum kämpfen, wie der Preis tatsächlich ist. Ich glaube, sowas als Ausstellungsstück zu Hause in meinem Haus, dekoriert vom Allerfeinsten. Ich bin ja so ein bisschen inspiriert von Dubai, von dem Millionenhaus, 30 Millionen, der hat auch eine Harley im Eingang. Ich glaube, wenn ich sowas bei mir in Ramatuelle habe, wird uns das Haus übermorgen verkauft. Lass mich mal sitzen, geh mal weg. Robert, der ist richtig warm, ne? Das kleine Entscheidungshilfe, damit er doch sofort gegessen ist, habe ich eine kleine Überraschung für dich. Was denn? Damit auch jeder weiß, wem das Moped gehört. Wir können ja nicht nur fräsen, wir können ja auch lasern. Habe ich schon mal so ein Deckelchen gemacht. Wow! Bravo! Cool! Der kommt dann hier unten an den Motor. Oh, wow. Geil. Glaub mir, wenn du das Motorrad alleine siehst, und das steht in Saint-Tropez am Hafen, du bist der Man. Könnt ihr jetzt mal aufhören mit der Verarschung? Wir müssen jetzt wirklich fahren. Nee, okay, lass uns gehen. Möchtest du mitfahren? Aber wir, nein, danke. So, wo soll ich mich auf das Rad setzen oder was? Können wir eine Lederjacke kaufen oder sowas? Pass auf. Das ist ein Schutzblech. Jede Blondine, die hier hinten drauf sitzt, sag ich ja, die kriegt einen Orgasmus schon bei den ersten zwei Kilometern. Nee, die hat nachher dann schwarze Haare. Die hat einen schleifenden Orgasmus. Robert, hör auf jetzt. Wir müssen mal, können wir jetzt du musst mal nur aufpassen, dass keine Blondine mit Piercing nimmt, weil da geht der Reifen kaputt. Bitte. Okay. Jetzt habt ihr euch aufgegeilt, das muss ja auch mal genug sein. Ja, okay. Okay. Das ist wie im Laufhaus. Wo hab ich jetzt die Schlüssel? Da kannst du gucken. Wo hab ich jetzt die Schlüssel? Naja, gib die Schlüssel wieder zurück. Komm so. Jetzt. Auf also, ich sage dir. Du musst jetzt am Ende des Tages die zwei Maschinen aus dem Probe kommen lassen. Und dann wird eine Probefahrt. Und wenn das dann alles funktioniert, können wir die dann noch da stehen lassen. Ja? Aber das muss die Frau ja nicht mitnehmen. Also, Kim, wir haben ein Problem. Wir brauchen die Harleys in Saint-Tropez. Okay. Die beiden.
Und die Frauen dürfen das nicht mitbekommen. Das ist das Problem. Also meine auf jeden Fall nicht. Meine einer weiß ich ja nicht, aber. Die bringen uns um. Ja. Bring ich die heimlich vorbei. Ja. Geht das? Können wir machen, ja. Machen wir? Okay. Ja. Dankeschön. Alles klar. Ciao. Dann haben wir es schon erledigt. So. Die Halle ist in unten. Ja. Carmen. Ja, wir haben nur Tschüss gesagt, Carmen. Wir kommen. So, jetzt kommen meine Frauen, jetzt wird's teuer. Was ist an dieser Karte anders? Crispy Carmen Salad. Was ist denn hier? Crispy Carmen Salad. Robert Kastenberger, guck ja hier. Wie geil ist das denn? Was ist das denn? Ach, stimmt! Ich hab gedacht. Sollen wir die probieren? Guck mal, was die alles hier haben für uns. Okay, dann gehen wir da mal hin. Komm, wir gehen da hin. Und Kräuter. Geh da mal hin. Essen wir da. Ja. Einfach in die Mitte? Einfach in die Mitte. Oh, Leute. Oh. Ein letzter Stopp steht noch auf der Agenda. Andreas Heiligtum. Hier wird Shania auf ihre Kosten kommen. Seit wann hast du denn die Halle schon? Oh, das sieht aber schön aus bei dir hier. 5 Jahre. Gemütlich. Jetzt. 5 Jahre? Ja. 5 Jahre? Ja, ja. Cool. Ihr wart noch nie hier, ne? Nee. Ja, schön. Maddox! Oh, hier, der sieht ja echt aus wie Maddox. Maddox! Komm her, Cookie. Cookie, Baby. Baby, komm her. Mein Baby. Hi. Mein Baby. Jetzt schauen wir erstmal bei Andreas rum, was er hier so alles zu bieten hat, weil er hier alles am Start hat. Und dann muss Shania natürlich ihr Auto, was ja nächstes Jahr aktuell wird, weil sie braucht ja ein Jahr länger als Davina. Die wird ja erst nächstes Jahr 18. Muss sie ja erstmal gestalten, damit wir das im Sommer testen können. Ja. Du musst erklären, was aus dem Jeep wird, den du in Saint-Tropez mitgenommen hast. Mhm. Erst Probefahrt oder erst Umbau? Wir können erst Probefahrt machen und dann erklärst Umbau. Du, wie der Umbau sein ja. Okay. Ja, genau. Wer fährt? Du oder du? Ja, komm, schauen wir mal, ob sie das kann. Ha? Ob ich das kann, ist das wirklich eine Frage. Schöne Schuhe. Sehr schöner Schuhschrank. Ja, ne? Das ist der Herrenschuhschrank. Perfekt. Ah, das hast du alles schon abgeschraubt hier. Echt jetzt? Was, echt jetzt? Der Schlüssel steckt schon. Wo darf ich rumfahren? Wer komm, kommt Robert, mit mir? Setz dich drauf. Ich bleib hier. Messer hier hinten, kalt. Robert. Hier hinten gehört alles mir. Ihr dürft euch austoben. Da hinten? Hier hinter dem Container könnt ihr fahren. Seid bitte vorsichtig. Ja, also langsam fahren, weißt du? So? Ja. Bisschen mit Schmackes. Pass auf, wir sehen Baumstümme, ne? Nee, das wird gefährlich, sag ich dir. Das geht doch schief, pass auf. Shania. Das ist mein Auto, das ich, wenn ich 18 bin, bekomme. Und jetzt habe ich mal die Chance, damit einmal zu fahren und den mal zu testen. Und hoffentlich passiert da nichts. Shania, es geht schief. Es geht schief, fahr langsamer. Fahr langsamer. Ehrlich, glaube ich, Spinne. Nee. Oh mein Gott, Shania ist totale Fahranfängerin. Da macht der Robert solche Aktionen mit ihr. Ich hoffe, sie überschlägt sich nicht. Nicht. Oh, bitte. Ich sag's dir. Fahr hoch. Gerade, sonst kippen wir. Wir kippen. Ich hab Angst. Wie Achterbahn. Kann das nicht brutal? Nein. Nein, du musst nur gerade fahren. Du musst gerade fahren. Fahr. Scheiße. Ich
Kanaya hat jetzt gerade einen kleinen Höhenflug. Das Beste ist, ich übernehme jetzt mal das Steuer. Dann kann ich ihr mal zeigen, wie das richtig geht. Und dann geben wir mal einen richtig Power. Und dann ist sie froh, wenn sie noch ein Jahr warten darf. Pass auf die Kippe! Ab zur Mama. Ab zur Mama ins Körbchen. Ab zur Mama nach Hause. Hallo. Ihr seid doch irgendwo, seid ihr doch krank. Ja, es macht auf jeden Fall Spaß. Nicht nur Spaß für Papa, sondern diesmal auch Spaß für Shania. Weil Shania geht ja voll mit, geht voll ab, oder? Ja, ich liebe das. Hat Spaß gemacht? Ich liebe mein Auto. Hat sehr viel Spaß gemacht, ja. Ist der Papa schon wieder ein Auto los? Kann er wieder ein neues kaufen? Seid ihr eigentlich krank, oder was? Ja. Ich muss jetzt meine Hose schnell ausziehen, diesen Dreck da rauskriegen und dann siehst du sie noch mal an. Du kannst doch dem Kind mit dem Wir können nicht aber so an dieser Krankheit nichts machen. Es gibt weder Tabletten noch eine Impfung dafür. Wir sind einfach krank. Eine Familienkrankheit. Mit Shania habe ich es heute nicht mehr auf die Reihe bekommen, das Auto zu designen, zu gestalten. Das müssen wir natürlich noch nachholen. Jetzt geht es erstmal um Carmen. Wir müssen Carmen ein bisschen beistehen. Genau. Und ich genieße jetzt mal die Zeit auch mit meiner Familie und relaxe noch, bevor die große Show dann morgen losgeht. Dann mal noch einen schönen Abend in eurer alten Heimat Kölle, ihr Lieben. Wir sind gespannt, welche Abenteuer in der Stadt am Ring noch auf euch warten.